Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Project Pen Mio von mir. Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, weil leider der April und auch der Mai ein bisschen stressiger waren, als ich das geplant hatte. Ich denke, ich werde dieses Video hier als erstes hochladen. Ich habe aber den Monatsabschluss vom April, Budgeting und Cashstuffing vom Mai alles gefilmt und auch die Monatsdeko vom Mai ist gefilmt. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das hochzuladen. Es tut mir wahnsinnig leid und ich bin so froh für alle, die noch da sind und mich nicht den Kanal verlassen haben. Und ich bin auch froh über alle Neuen, die jetzt hinzustoßen. Herzlich willkommen bei mir. Ihr seht sie hinten. Willkommen bei Kitten Casa. Ja, und ich würde sagen, wir legen los mit einem Project Pen. Das letzte ist jetzt 2 Monate her und es hat sich einiges getan. Ich habe so gut wie alles aufgebraucht tatsächlich, was im Project Pen war, aber das zeige ich euch jetzt alles nach und nach und ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Restart. Ich habe mir hier schon mein Büchlein geschnappt und habe jetzt hier auch schon vorbereitet, dass wir hier einen Restart machen, was ich hier hinten mit dem anderen Platz mache, müssen wir dann gucken. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, was in den letzten 2 Monaten bei mir alles so aufgebraucht wurde. Lasst mich auch gerne wissen, wie das neue Setup hier noch euch gefällt. Wir ziehen ungefähr in 3 Monaten um und ich hatte mir damals, wie ich mit YouTube im Herbst angefangen hatte, hier extra fancy Lichter und alles besorgt. Und habe, glaube ich, kein einziges Video hier in der Perspektive aufgenommen. Deshalb dachte ich mir, ja, komm, jetzt machen wir es einfach mal. Lasst mich wissen, ob es euch gefällt und wir legen los. Mein All-Time-Favorite, das Putzmittel. Ich habe tatsächlich den Boden mit Putzmittel geputzt, nicht nur vom Wischroboter putzen lassen. Und ich habe auch den Balkon schon ein bisschen sauber gemacht für den Frühling. Das heißt, hier musste sich was getan haben. Wir hatten das letzte Mal am 19. März, ich habe mir hier gerade auf das Sofa das Katzenbett aka Laptop Schoßteil von Ikea geholt. Also Katzen lieben, dass man das so rum irgendwo liegt, dass sie hier drauf einfach schlafen. Da ist auch 1 oder 2 Katzenhaare drauf. Wir hatten am 19. März 124 Gramm. Wir haben heute den... Oh nein, ich brauche ein Handy oder irgendwas. Ich glaube den 18.05. Heute ist Vatertag und es ist frei und deshalb bin ich nicht so fit mit dem Wochentag. Tut mir leid. Also ziemlich genau 2 Monate später. Und wir haben tatsächlich 115 Gramm. Das heißt, da hat sich für die Verhältnisse von dem Putzmittel richtig was getan. Ich stelle gerade fest, ich habe keinen Taschenrechner da. Und zwar haben wir hier sage und schreibe 9 Gramm verloren. Ich dachte, das ist mehr. Lass das machen wir 21 Gramm verloren. Jetzt bin ich ein klein bisschen enttäuscht. Aber ich hole mir noch schnell einen Taschenrechner. Ich bin gleich für euch da. So, ich bin wieder da. Zum Stand von dem Putzmittel. Ich versuche es hier gerade mal gegen das Licht zu sehen. Also wir sind hier unten. Also es kann nicht mehr viel drin sein. Ich hoffe, wir schaffen das und ich muss es nicht nochmal mit umziehen. Aber 9 Gramm. Es ist ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich habe da voll viel geschafft. Als nächstes haben wir immer noch auf der Liste das Silver Shampoo. Das verwende ich ja absichtlich nicht so oft, einfach, dass die Haare nicht so kaputt werden. Ihr seht, die sind ganz schön lang geworden mittlerweile. Wir brauchen auch kräftig Pflege zurzeit. Da hatten wir 121,62 Gramm. Das heißt, ich bin gerade auf der falschen Waage und haben jetzt 114,21 Gramm. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht verrutsche, sind 7,41 Gramm. Und ich hatte davor die Monate auch deutlich mehr.
14 Gramm, 11 Gramm, 17 Gramm. Also dafür, dass es 2 Monate waren, gar nicht so gut. Naja, schade, schade, schade. Als nächstes kommt hier in meiner Liste das Pure 97. Das ist noch so voll. Mein Haarbalsam. Dazu muss ich sagen, ich hatte eine kleine Kaufattacke. Also meine Haare, dadurch, dass sie jetzt so lang sind, brauchen die einfach mehr Pflege. Ich komme mit der Spülung, also ich nutze aktuell eine feste Spülung, mit der komme ich nicht so gut zurecht. Und ich bin da losgetigert und habe Haarkuren gekauft, obwohl ich gesagt habe, ich verwende erst die Haarkuren, die ich noch zu Hause habe. Dann habe ich geguckt wegen Haarkuren, die auch für die Curly-Hair-Methode zu gebrauchen sind. Wie ihr seht, die Haare sind glatt, weil ich festgestellt habe. Also meine Haare locken sich mit der Curly-Hair-Methode, aber an sich die Curly-Hair-Methode ist überhaupt nichts für mich. Also hauptsächlich besteht es darin, dass man die Haare pflegt und dann die Locken reinknetet und sie Luft trocken lässt und dann nicht mehr kämmt. Und ich kann das nicht, meine Haare 3 Tage lang nicht durchzukämmen. Also ich muss meine Haare einfach durchkämmen und ich kann das auch nicht nass einfach nur in einen Dutt hoch oder in so einem Ananas hoch, sondern ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich abends meine Haare immer flechte in so einem französischen Zopf und das funktioniert für mich wunderbar. Aber das funktioniert halt nicht, wenn ich sie nicht kämmen kann. Ich habe es ausprobiert, das hat mich wahnsinnig gemacht und ja, wie ihr seht, ich habe es wieder gelassen. Die Produkte, die ich gekauft habe, das ist hauptsächlich Haarkuren. Die verwende ich einfach ganz normal jetzt weiter. Aber dadurch, dass ich jetzt eben häufiger eine Haarkur wirklich ins Haar reintue, habe ich das hier weniger verwendet. Einfach weil die Haare nicht so viel Pflege dann wieder brauchen. Aber die Kur pflegt einfach schon intensiver als das Balsam, das was da nur im Haar drin bleibt. Hier hatten wir letzten Monat 64,37 Gramm und haben jetzt 51,74 Gramm, sind das 12,63 Gramm, also ungefähr so viel wie sonst in einem normalen Monat. Ja, hätte ich schlechter erwartet. Also ist okay, dafür, dass ich jetzt quasi fast bei jeder Haarwäsche eine Haarkur reinmache, ist es okay. So, dann käme als nächstes die Rituals of Karma. Das war hier eine Bodylotion. Und wie ihr seht, ist die schon aufgeschnitten. Das waren hier die Rituals of Karma. Ja, mit Bodylotion bin ich echt gut geworden. Ich brauche die tatsächlich relativ gut auf. Oder habe sie relativ gut aufgebraucht. Das waren 73,45 Gramm. Die haben wir letztes Mal erst reingenommen. Und das sind jetzt noch 11,51 Gramm. Das heißt, ich habe verbraucht 61,94 Gramm. Ja, also da merke ich tatsächlich noch, ich habe das noch nicht so ganz in meiner Routine etabliert, die Bodylotion. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr im letzten Monat nicht gefilmt habe, habe ich das tatsächlich ein bisschen vernachlässigt, dass ich mich immer regelmäßig eincreme. Und mir hilft einfach dieses Video oder allgemein dieses Videoformat dabei, mich selber so ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und die Sachen auch aufzubrauchen und auch anzuwenden. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist tatsächlich so. Also ich habe dann irgendwie schon den Anreiz, so, nein, du drehst am Sonntag ein Video, jetzt creme ich nochmal ein, damit es weniger wird. Ja, ich bin da halt komisch. Aber damit das mit dem Eincremen weiter klappt, nehmen wir hier die Garnier Intensiv 7 Tage Lotion auf. Die ist aber nur noch so ein Bodensatz voll. Die ist theoretisch 12 Monate nach dem Öffnen noch gut. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Also mit der starten wir jetzt neu. Und die hat noch 89,53 Gramm. Die muss leer werden bis zum nächsten Mal.
Und weil ich hoffe, dass das nur so zwei, dreimal eincremen ist und ich hoffe, dass ich es auch öfter schaffe, weil jetzt auch der Sommer kommt, ich meine Haut mehr pflegen möchte, damit die im Sommer schön braun wird, habe ich mir hier noch die Dove Verwöhnend. Also hinten steht verwöhnend, vorne steht verwöhnende. Aber es ist eine Bodylotion. Die ist jetzt fast komplett voll. Schauen wir mal, ob die kleine Waage das... Nein, die kleine Waage packt das nicht. Also sie ist so voll, dass ich die große Küchenwaage brauche. Und wir haben 371 Gramm. Also ich schätze fast, dass die uns mindestens bis zum Umzug dann noch verfolgt, begleitet. Aber ja. Dann hatten wir den Lancôme Lippenstift, den ich bestimmt kein einziges Mal benutzt habe seitdem. Der hat letztes Mal gewogen 9,12 Gramm und wiegt jetzt 9,12 Gramm. Und weil dieses, also der ist ja so ein richtig krasses Rot. Ich habe beschlossen, es ist mir einfach für jeden Tag zu krass und ich schmeiße den aus dem Project Pan raus. Ich verwende den einfach so, wenn ich ihn benutzen möchte und werde jetzt keinen Lippenstift aktiv ins Project Pan aktuell mit drauf nehmen, auch weil ich das im Sommer gar nicht so mag. Und dazu passend hier der Lip Liner. Hier liegen. Also der mag schon gar nicht liegen bleiben. Der hat letztes Mal 4,39 Gramm gewogen und wiegt jetzt 4,39 Gramm. Überraschenderweise, wenn man ihn nicht verwendet hat, hat er auch nichts verloren. Schreibe ich jetzt aber auch gar nicht auf, weil ich die beiden, wie gesagt, aus dem Project Pen raushau. Dann geht es weiter mit der Nachtcreme von AOC. Und die ist leer. Ich muss sie nicht nochmal umziehen. Also ich bin relativ froh, dass ich die jetzt leer habe, weil das einfach Glas ist. Und allein die leere Packung relativ schwer ist. Die hat letztes Mal gewogen 137,22 Gramm. Und wiegt auch jetzt noch 121,70 Gramm. Finde ich relativ schwer, 120 Gramm für eine leere Packung. Und verbraucht haben wir 15,52 Gramm. Ich muss auch sagen, die ist jetzt tatsächlich erst die letzten Tage leer geworden. Und ich hätte theoretisch vor, ich glaube letzten Sonntag oder letzten Samstag, nee, ich wollte Samstag, Freitag oder Samstag drehen und hatte diese Creme noch nicht leer und dachte, nein, komm, machst du Sonntag. Machst du die Creme noch leer, drehst am Sonntag das Video. Ja, Sonntag wurde dann kein Video gedreht, weil ich den Muttertag zusammen mit meiner Oma in der Notaufnahme verbracht habe. Ist aber soweit alles gut, war nichts Tragisches, mussten nur Wunden versorgt werden. Ja, aber deshalb gab es das Video nicht. Deshalb vom Muttertag zum Vatertag verschoben. Aber die Creme ist leer, wir haben sie geschafft. Dann geht es weiter mit dem Alverde Puder. Das hat sich dann noch komplett zerlegt und es ist kein Krümel mehr drin. Sagte sie und es hat rausgekrümelt. Naja. Da ist jetzt nur irgendwas Öliges noch mit drauf getropft von einem anderen Produkt, was ich euch gleich zeige. Ich gucke mal, ob ich das hier ein bisschen kratzen kann, damit das Gewicht nicht zu sehr verfälscht. Da war ja schon das letzte Mal nichts mehr drin und ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, nicht weniger aufgebraucht, als dass es irgendwie rausgekrümelt ist. Also es war theoretisch ein halbes Gramm noch drin. 0,6 Gramm, also von dem her. Es ist aufgebraucht, ich habe mir ein neues Puder, beziehungsweise ich habe mir zwei Puder gekauft. Frag mich nicht, warum ich mir zwei gekauft habe. Ich war mir nicht so sicher mit der Farbe, ob das eine oder das andere. Und ich habe mir dann beide gekauft, was auch wieder Schwachsinn ist, weil ich natürlich beide aufbrauchen werde. Aber ja, vielleicht lerne ich es ja irgendwann mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall zwei neue Puder, die werde ich aber nicht hier mit aufnehmen, weil sonst, glaube ich,
haben wir die 30 Jahre lang drin, in meinem Tempo, wie ich Puder aufbrauche. Und weil die auch ganz neu sind, da ist es auch nicht so der Drang dahinter, die sofort aufzubrauchen. Dann hatten wir hier die Ritual Peelings. Ich glaube, die habe ich letztes Mal einfach zusammengewogen. Und die hatten zusammen 104 Gramm. Und die sind beide leer. Also ich habe es richtig drauf gehabt mit dem Peeling. Die wiegen jetzt noch 42,59 Gramm. Das heißt, von den 104,17 minus 42,59 habe ich aufgebraucht 61,58 Gramm Peeling. So, und dann kamen die hier. Also dann wollte ich ein neues Peeling mit in die Dusche nehmen. Und ich hatte mir die beiden hier geschnappt. Die sind noch original verpackt gewesen. Die haben schon immer so ein bisschen, also ich hatte schon die Vermutung, dass es die beiden sind, die so ein bisschen ölig sind in der Backup-Kiste, und sie waren beide ranzig. Also sie riechen richtig übel ranzig, und deshalb werden die einfach aussortiert und nicht aufgebraucht. Aber ich habe dafür ein bisschen aufgeräumt im Badezimmer und habe das Schätzchen hier gefunden. Es ist ein bisschen ausgeblichen, die Packung ist ziemlich verkalkt, aber das Peeling an sich innen drin ist noch gut, es ist noch so viel drin. Und ich würde sagen, das brauchen wir jetzt einfach auch noch auf. Das ist einmal das Balea Peeling. Das wiegt jetzt noch 73,24 Gramm. Und weil das eben so wenig ist und ich so einen Lauf gerade mit Peeling habe, habe ich hier auch noch eins von The Body Shop. Das riecht ganz schlimm nach künstlicher Erdbeere. Ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Das ist ein relativ sanftes Peeling, würde ich jetzt sagen. Oder hat quasi keinen Peeling-Effekt. Und das hat ein Startgewicht von 52,79 Gramm. Ja, das zu den Peelings. Also das mit denen, dass ich die anderen beiden quasi neu wegschmeißen muss, ist total schade. Ist aber leider nicht das Einzige. Ich muss mal gucken, wo ich gerade die Kiste hin hatte. Ha, hier. Ich habe mir nämlich eine ganze Kiste bereitgelegt mit Dingen. Und mir ist es nämlich auch passiert, ich hatte hier eine Balea Pflegecreme und wollte die benutzen. Und die schaut leider in so aus. Also die ist auch komplett ranzig geworden und vertrocknet und muss ebenfalls aussortiert werden. Zu den Resten in der Kiste kommen wir dann auch noch später. Erstmal weiter hier im Programm. Als nächstes hatten wir das Christina Aguilera Duschgel. Das hatte letztes Mal ein Gewicht von 137,7 Gramm, ist jetzt leer und hat noch 25,29 Gramm. Das heißt, wir haben aufgebraucht 112,41 Gramm. Ist also leer. Wurde auch Zeit, weil, wie gesagt, es schaut hier oben nicht mehr so hübsch aus. Duschgel ist einfach das nächste jetzt nachgerückt. Das ist relativ neu. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Duschgel tatsächlich gekauft habe, aber das, ich glaube, ich bin jetzt so in einem guten Rhythmus drin. Ich habe jetzt noch, ich glaube, 2 oder 3 auf Backup. Das gerade ist aber so eine 500 Gramm Packung. Also die reicht mir locker bis zum Umzug. Und ja, die verwende ich jetzt einfach, werde sie aber auch nicht ins Project Pen mit aufnehmen. Das heißt,
von den Produkten, die wir bisher im Project Pen hatten, ist noch da das Hacker-Putzmittel, das Silber-Shampoo, das Haarbalsam. Es sind nachgerutscht zweimal Bodylotion. Einfach weil ich mir hier noch nicht so die Routine drin habe. Zweimal Peeling, weil ich da nicht sofort wieder den Rhythmus, das, wie soll ich sagen, die Routine verlieren möchte. Was eben noch nicht so geklappt hat, was rausgeflogen ist, ist diese Nachtcreme. Ich habe allerdings keine dedizierte Nachtcreme mehr in meinem Vorrat. Deshalb habe ich jetzt geguckt, welche reichhaltige Creme ich habe. Das ist hier von CD, die 24 Stunden Aufbau-Intensivcreme. Ich habe darauf geachtet, dass ich keine erwischt, die einen Lichtschutzfaktor hat, weil die brauche ich jetzt nachts beim Schlafen nicht so dringend. Die kommt jetzt noch neu mit rein. Mit 122,65 Gramm. Also wie gesagt, das ist einfach deshalb, dass ich für mich die Routinen besser etablieren kann, mehr am Ball bleibe. Was ganz neu mit reinkommt, also ich hatte vor Jahrhunderten gefühlt Beautyboxen abonniert. Aus dieser Zeit habe ich noch ganz viele so Dinge, die die Welt nicht braucht, die ich eigentlich nicht brauche, aber die sind natürlich alle produziert, das sind auch gute Produkte, aber ich könnte halt einfach auch locker ohne überleben. Aber um die auch zu brauchen, nehme ich die jetzt nach und nach mit ins Project Pen. Und womit wir anfangen, ist die Shiseido. Shiseido? Benefence Enriched Balancing Softener. Das ist quasi ein Serum, den man nach dem Reinigen und nach dem Eincremen verwendet. Nein, vor dem Eincremen, nach dem Reinigen. Ist auch eine Glasflasche, also wäre ich auch froh, wenn er weg wäre. Und er fängt mit einem Startgewicht von 82,45 Gramm an. Und ja, ist so weit gefüllt, also bis kurz unter dieses Benefits. Auch neu mit rein. Kommt ein Arganöl. Das ist theoretisch multi-einsetzbar. Also ich könnte es als Bodylotion nehmen, ich könnte es als Nagelpflege nehmen. Hauptsächlich verwende ich es, wenn ich die Haare wie heute mal geföhnt habe, dass ich es unten in die Haarspitzen reinmache, einfach, dass die nicht so fliegen, weil ich sonst teilweise so wie so ein explodierter Pudel unten ausgucke. Ja, ist quasi nochmal so eine Spitzenpflege, die dann ein bisschen einzieht. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag Haare wasche, dass ich es dann quasi als Intensivpflege in die Haare reinknete, dass die richtig schön durchgefettet sind, dass die Haare einfach ein bisschen Feuchtigkeit bekommen. Das hier ist auch wieder eine Glasflasche, das heißt relativ schwer für den Umzug erstens und zweitens habe ich Angst, dass mir das umkippt und ranzig wird, weil ich bin mir eines, fängt schon an ein bisschen zu duften. Das wiegt jetzt am Anfang 227 Gramm. So, und dann, nachdem ich den Lippenstift hier rausgeworfen habe, dachte ich mir, nehme ich zwei dekorative Kosmetikprodukte noch mit rein. Das eine, ich weiß nicht, wer von euch die Marke P2 noch kennt. Ich finde es total witzig, weil ich etliche Produkte bei mir aus den Beautyboxen, also ich vermute, das ist auch aus der Zeit, finde, die auch eine andere YouTuberin immer in ihrem Project Pen aufnimmt. Die hat nämlich auch gerade ein B2
bei dem, weil sie hat eben festgestellt, dass man, dass es so wenig verbraucht ist, dass man sogar noch die Prägung sieht. Ich kann sie euch gerne unten mal verlinken, die Kathy Bell, glaube ich, heißt sie. Kathy Bell. Ja, ich gucke einfach Project Pen Sachen total gerne und ich finde es total witzig, dass sie eben mit den gleichen alten Produkten teilweise kämpft wie ich. Ich nehme den jetzt mal mit auf. Ich habe aber keine Illusion, dass ich den zeitnah aufbrauche, weil Blush, der hält Jahrhunderte. Also es sind theoretisch 5 Gramm mal drin gewesen. Ich finde aber die Farbe relativ schön jetzt für den Sommer. Ist so ein Bronzeton und mit Verpackung wiegt das Ganze 35,86 Gramm. Ich verlinke euch auch den anderen Kanal mal unten. So, und dann, ich muss nur vorsichtig sein, es krümelt nämlich ein bisschen, habe ich hier eine Lidschattenpalette. Die hier oben ist schon leer, die Farbe. Das ist von Misslin. Ich glaube, die Marke gibt es auch schon nicht mehr. Die hat eine Freundin von mir vor bestimmt 6, 7, 8 Jahren aussortiert. Ich dachte, hey cool, braunen Lidschatten, kann man immer gebrauchen. Hab ihn nicht gebraucht. Dadurch, dass es so verschiedene Farben sind, finde ich da eigentlich jeden Tag was, was ich davon benutzen kann. Und der hat jetzt 52,81 Gramm. Schauen wir mal, wie wir damit vorwärts kommen, beziehungsweise ob auch ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, ich sortiere das Ding aus. Aktuell die oberen Töne nehme ich meistens, wenn ich eher dezent geschminkt sein will. Die zweite Reihe von unten ist eher so, ja, wenn ich ein bisschen auffälliges Lidschatten-Make-up habe. Und die untere Reihe nehme ich eher als Lidstrich-Ersatz. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ja. Und dann kommen wir zu dem Aussortierteil. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich eigentlich letztes Mal mir vorgenommen hatte, sämtliche Haarkurven, die ich noch habe, aufzubrauchen. Waren, glaube ich, 13 Stück. Und dann hatte ich mich mit einer Kollegin unterhalten und habe mir das Ganze auch nochmal genau angeguckt und habe festgestellt, die sind alle voller Silikone. Das heißt, diesen ganzen Packen sind auch teilweise Friseurmarken. Das hier ist so ein, das ist eine Maske. Hier sind noch so Arganöl, aber auch mit Silikon drin, obwohl es eine Friseurmarke ist. Leave-in Conditioner, auch von einer Friseurmarke. Das ist alles mit Silikonöl. Das hier habe ich mal geschenkt bekommen, ebenfalls mit Silikonöl. Und auch, ich dachte, das ist ein Haarspray. Das hier. Ebenfalls mit Silikonöl. Da ich persönlich mit Silikonölen meinen Haaren mehr schade, als es gut macht, weil sie dann einfach, wenn ich dann was ohne Silikonöle verwende, noch trockener sind, habe ich beschlossen, das hier alles einer Kollegin zu schenken, die nicht so auf silikonfreies Shampoo achtet, die auf silikonhaltige Produkte verwendet. Die sagt, ihren Haaren macht das nicht so viel aus. Und ja, dann kann sie die gerne weiterverwenden und ich bin sie los. Diese beiden hier habe ich verwendet. Wie gesagt, das mit dem Body Scrub. Ich war im Flow. Ich mag Kaffee. Ich mag Mandeln. Aber der Geruch von dem beiden ist echt krass. Also, puh. Noch ein Peeling. Dann habe ich mir ein Bad gegönnt. Auch hiervon haben wir noch so unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jemals aufbrauchen werde. Wahrscheinlich nie. Die Haarkuren waren silikonfrei, die habe ich ganz normal aufgebraucht. Da habe ich auch noch ein paar. Damit werde ich weitermachen. Da ist noch so eine Haarkur. So. Noch ein Bad. Also ich schaffe es irgendwie genau einmal im Monat zu baden. Das hier hatte ich tatsächlich verwendet und dann festgestellt, dass es silikonhaltig ist.
Und eben festgestellt, das hat meinen Haaren nicht so gut getan. Was ich auch noch verwendet habe, wovon ich auch noch eins habe, ist dieses Rituals of Namaste Glow. Das ist so eine Glaskapulle, die man dann zerbricht und als Serum aufträgt. Dann, was ich endlich fertig geschafft habe, ist dieses Nature Box Shampoo. Davon habe ich eben noch die Spülung, von der ich nicht wirklich begeistert bin. Aber auch die werden wir aufbrauchen. Bodylotion-Proben, ein iPad, einmal Packung. Was ich auch nicht wirklich hinbekomme, ist meine Gesichtsmaske aufbrauchen. Also wir sehen in 2 Monaten eine, da müssen wir dran arbeiten. Ich habe auch so Gesichtscreme-Pröbchen, die ich nach und nach leer mache. Von Gesichtscreme bzw. von Anti-Falten-Creme musste ich leider die hier aussortieren, weil die sich komplett verfärbt hat und dann habe ich nur so rosa Panda-Augen oder nicht rosa, das ist so ein Orangeton dann. Was ich aufgebraucht habe, ist eine Tagescreme. Und noch eine Tagescreme. Also Tagescreme klappt richtig gut. Nachts eincremen klappt noch nicht so gut. Dann haben wir hier nochmal eine Falten-Augencreme für nachts und eine für Tag. Die für Tag habe ich auch ersetzt durch eine andere, aber da bin ich im Flow. Braucht die super auf. Und ja, werde sie deshalb nicht mehr als Project-Pen nehmen. So, was ich dann hier noch angefangen habe. Ein Grund, warum ich auf Arbeit immer nicht geschminkt bin, ist bei mir, ich habe leicht zur Fettigkeit neigende hier so T-Zonen, also Stirn, aber auch hier unter den Augen. Und ich hasse es, wenn ich dann ausschaue wie so ein kleiner Waschbär und ständig mir die Wimperntusche unter dem Auge wegwischen muss. Die hier sind alle rausgeflogen. Von denen hier habe ich immer Waschbäraugen bekommen. Ich habe die jetzt rigoros aussortiert. Also war noch eine mehr, die habe ich schon meiner Mama gegeben. Auch hier ist nochmal eine für meine Mama dabei. Der Rest kommt einfach in die Tonne. Die sind teilweise alt, die sind teilweise schon eingetrocknet oder sie hatten gar keinen Effekt oder ich hatte nach 2 Minuten schon Waschbäraugen oder die haben mich einfach nur genervt. Ich habe jetzt eine von Rossmann. Die kostet 2,50 Euro. Die ist super, die hält. Die macht schöne Wimpern. Bei der bleibe ich. Also ich habe noch ein paar, die ich testen muss, möchte. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem 2,50 Euro Ding. Dann ist mir leider auch noch der Nagellack eingetrocknet. Den fand ich total toll, aber eingetrocknet bringt er mir leider nichts. Hier so ein Nail Buffer, der ist aufgebraucht. Dann bin ich ja so ein Mensch, ich falle ja immer drauf rein. Das hier ist so ein... das spiegelt alles viel zu arg. Ist auch nicht wichtig, hat eh nicht funktioniert. Das ist so ein Wimpern-Wachstumsserum gewesen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht regelmäßig angewendet, weil ich es nicht in die Routinen etabliert bekommen habe. Aber ich persönlich finde auch nicht, dass es wirklich einen Effekt hatte. Ich habe jetzt natürlich mir wieder eingekauft, aber von Alverde, glaube ich. Den werde ich jetzt noch weiter benutzen, aber mal gucken, was effektmäßig sich da noch tut. Also ich finde jetzt nicht, dass meine Wimpern dadurch besser, toller oder irgendwas geworden sind. Nagellackentferner ist aufgebraucht. Dann hatte ich hier noch so einen komischen von Avon Nagelstift, den ich nicht benötige. Einen eingetrockneten Nail Polish Corrector. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Nagellack-Dinger, wo ihr in Schwarm ist, wo ihr den Finger nur reindreht. Der funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig, weil ich meistens auch roten Nagellack habe und das ist der ganze Finger rot. Und dann habe ich hier noch eine bunte Mischung an Nagellack, die ich aussortiert habe. Ich hatte zum Beispiel 3 blaue Nagellack, ich mag blau nicht. 2 davon sind rausgeflogen. Den hier hatte ich erst noch drin, aber der schaut auf die Nägel, finde ich nicht gut aus, kommt weg.
Der hier ist ja ganz süß, aber ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, dass ich kleine Herzchen auf den Nägeln habe. Ja, und so ist das hier die lustigste Mischung aus teilweise eingetrocknete Nagellacks, teilweise, ach, den kriege ich schon gar nicht mehr auf. Teilweise Farben, die ich doppelt und dreifach habe, die ich nie verwenden werde. Das sind insgesamt 21 Nagellacks, die aussortiert werden. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich jetzt im Mai bzw. Mai und Juni wieder mit dem Minimalismus-Game starten möchte. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auf die Reise mitnehmen kann. Das Minimalismus-Game schaut so aus, dass man am ersten Tag ein Teil aussortiert, am zweiten zwei, bis man dann am 30. Tag 30 Teile aussortiert. Und ich befürchte, dass es mir leichter fallen wird, als mir lieb ist. Und ich möchte auch unbedingt vom Umzug noch ein bisschen was aussortieren, einfach damit ich nicht so viel unnötigen Ballast mit mir umziehe. Es ist zwar nur einmal über, ja, es ist nicht mehr über die Straße, es ist entweder, also wenn jetzt das hier unser jetziges Haus ist, hier ist der Garten, ist das Haus hier. Also es ist einmal durch den Garten, außenrum wäre länger, aber trotzdem, ja, möchte ich so viel wie möglich nicht mit umziehen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns nicht nur zum nächsten Project Pen und zu den Finanzvideos sehen, sondern auch zum Minimalismus-Game. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann bald wieder. Dankeschön und viel Spaß bei den anderen Videos. Tschüss!